Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven, aus denen die 10 Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren, es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Richards startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Verstappen, Alexander Albon und Perez. Sainz, Norris, Vettel und Lance Stroll. Ricciardo, Russell, Pierre Gasly und Ocon. Magnussen, Kvyat, Kimi Räikkönen und Mick Schumacher. Giovinazzi, Leclerc, Latifi und Jordan King. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, das versuchen wir doch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2020. Ja, es geht heute los hier mit dem Rennen aus Österreich. Wir haben gerade auf die Startaufstellung gesehen. Und machen wir mal kurz das hier. Ach, ich weiß nicht, was wir ändern können. Oh, also so eine Hupsi. Es geht ja schon los. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Ja, der hat wunderbar funktioniert. Ich setze mich schon wieder auf meine Position ein bisschen zurück. Ja, wie gesagt, nochmal. Also, wir haben die Position der Startstellung gesehen und zwar, dass wir die Renault auf den Plätzen 11 und 14 und Leclerc nur auf 19 da haben. 18 ist ja Mick. No rain expected for the time being. Ach, da der. Na gut, ich will da wieder vorbei, ne? Meine, auf meine Position, wenn es irgendwie möglich ist. So. Ja, ich habe vergessen, natürlich die Spritmenge ein bisschen hochzustellen. Ich hätte tatsächlich die Spritmenge hochstellen wollen. Aber gut, das ist jetzt einfach nicht änderbar. Gucken wir mal, wie es wird. Das wären 18 Runden schon insgesamt in Österreich und heute Abend Livestream. Allerdings nicht auf der Strecke, sondern nur in der Kommentatorenbox. Kurzer Preis von Singapur. Ich darf wieder kommentieren. Mein zweites von 3 Rennen. Das nächste wird dann in den USA werden. Und ja, bin mal gespannt, wie es wird. So, vierter und Pole der Saison. Können wir so nach Hause fahren? Be patient and watch for the lights. So, natürlich müssen sie jetzt alle noch warten. Alle noch hinstellen. Der Williams da hinten. Ich glaube, das ist relativ viel. So. So, Start ist Erfolg. Wir können den Start gewinnen. Gegen Lewis Hamilton jetzt mal. So, Start ist wie gesagt durch. Wir haben die Führung bekommen. Bottas ist jetzt zweiter vor Lewis Hamilton. So, ich versuche mich natürlich jetzt ein bisschen weg. Oh, das ist schon gelb. Alright, we're looking good so far. Ja, 18 Rundchen heute hier in Österreich erreicht. 4,3 Kilometer ist die Strecke, wenn es lang. Ich habe 4,142 Kilometer, aber. So,
ein bisschen aufpassen, wenn ich wegen der wegen den Reifen, weil gesagt, unsere Reifen sind nämlich nicht neu. Im Gegensatz zu denen, die da hinter uns sind. Die erste schnelle Runde haben wir ja schon. Ich versuche mich jetzt ein bisschen abzusetzen. So, solange die sich da hinten schon bekriegen, kann ich mich ein bisschen ab, ein bisschen wegsetzen. Sollen die mal dann kriegen, wir kriegen da hinten die Mercedes. Weil wir sind dann schon wieder 1,4 Sekunden weg. Schön die Zeit, schön das Ding Fenster offen lassen. So, Bestzeit. That was the fastest lap of the race. Keep this up. War nicht der dritte Sektor. Der eben war schneller. Aber wir haben die letzte Rennrunde momentan. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Das ist gut. Ja, hinter uns ist momentan Lewis Hamilton, der am letzten Rennen Nullnummer hat und wir jetzt wie in Kanada absetzen können. Wenn kein Safety Car kommt, können wir versuchen, uns abzusetzen. In Kanada war es nämlich dann nochmal auf 3,5 Sekunden, 4 Sekunden, die wir die Lücke aufhalten können. Dann kam das Safety Car, dann waren sie auf einmal wieder drin im Rennen. Ich arbeite jetzt gerade ein bisschen mich mal weg. So, ich lasse natürlich jetzt den Hamilton, versuche ihn natürlich nicht ranzukommen zu lassen. Momentan hat Valtteri Bottas übrigens die schnellste Runde. Und jetzt haben die Gegner auch natürlich das Möglichkeit mit dem, der ist das Ding frei, flach den Flügel flach zu stellen und uns hier angreifen zu können, leicht angreifen zu können. Runde 8. Ja, wie gesagt, Hamilton kann sich jetzt auch ein bisschen absetzen von Valtteri Bottas. Nach hinten. Jetzt haben wir nämlich direkt an der Backe kleben. So, da muss er nochmal zurückziehen. Der Angriff war schon gerade mal kurz da. Jetzt hat er das Vorteil. Ah, scheiße. Und auch hier können wir uns den irgendwie nochmal abhalten. Bottas jetzt vorbei an Hamilton. Aber wie gesagt, solange die dahin sich bekriegen, ist mir das tatsächlich recht. So, Albon geht ebenfalls vorbei, weil Hamilton gar nicht rausgekommen ist aus der Situation. Ist jetzt auch nur nochmal, ich nur noch Vierter. Wie gesagt, solange die sich da hinten schön hinten bekriegen, auf den Sack gehen, ist mir das persönlich recht, weil so habe ich meine Ruhe. Hier vorne kann man rennen und Ruhe fahren und kann hoffen, dass ich hier das Rennen gewinne. Aber egal, das ist ja ein bisschen Zeit. Wir haben noch 3-4 Runden bis zum Boxenstopp. Das soll zwischen Runde 8 und Runde 14 gelingen. Wenn ich den nach Hause fahren kann mit einem guten Abstand, dann können wir tatsächlich nach dem Boxenstopp vorne sein. Letzte Saison gab ich gewann hier in Max Verstappen. Da haben wir mal überhaupt chancenlos. Aber wie gesagt, das Rennen ist noch lang. Wir haben noch 13 Runden hier vor uns. Also wenn das Ding jetzt durch 12. Ja, er sagt mir gerade jetzt, wir kommen jetzt gleich ins Boxenstopp-Fenster.
gesagt, dass ich jetzt auf der ist ein bisschen eng. So, Albon kommt uns nicht wirklich hinterher. 1,8 Sekunden. Wir bauen jetzt ab auf 2 Sekunden. Also, komm jetzt weg. 2 Sekunden, ja, der Republik kommt überhaupt nicht hinter uns ran. Soll mir auch persönlich recht sein, weil so kann ich mein Rennen jetzt hier vorne in Ruhe kontrollieren. Und habe die Mercedes nicht mehr in der Backe kleben. Von Renault ist nicht wirklich viel zu sehen, was die Punkte betrifft. Ich weiß nämlich nicht, wie die momentan platziert sind. Position, Rivale. Repeat now, there's interference. Position Rivale. Okay, we'll move the front wing angle to a balanced setting next time you're in. We're leading our teammate by 11.1 seconds. So, Hamilton jetzt wieder ein bisschen. Ich brauche jetzt gerade keinen neuen Flügel. So, da schon momentan über zwei Sekunden auf. Valtteri Bottas, die jetzt echt wohl ihre Probleme dahinter mir kriegen, kann das sein? Also es wär mir recht, wäre mir persönlich recht. Ich kann mein Rennen fahren, ich kann mein Rennen kontrollieren hier vorne. Perez ist jetzt wieder vorbei an Lewis Hamilton, also die geben sich da hinten gerade so ein bisschen richtig, da hinter uns die Konkurrenz, jetzt ist Bottas ein bisschen weg. So. Jetzt gehen wir danach in die Runde in die Reihen oder noch zwei Runden danach vielleicht. We want to pit this lap, so push now. Der Vorteil ist, dass wir nämlich jetzt ähnlich in die Box gehen wie der Bottas, dann können wir nämlich den Nachteil ausgleichen. Wir haben ältere Reifen, die sind zwei Runden älter als das, was da hinter uns fährt. So, Abstand mittlerweile über 3 Sekunden. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Das ist super. Ja, Reifenabnutzung, das kann ich. Letzte Saison, gestern am Dienstag, sind wir ja gefahren. Heute ist ja Mittwoch quasi. Ich habe ein paar Tage wieder früher auf. Aber dabei ist es immer meine Okay, the gap behind is 3.0 seconds. Normalerweise ist mein Aufnahmetag für das Vorwärmen als über der Donnerstag. Aber ich nehme es jetzt einfach so mal an. So, komm mal zwei, ja, wollen wir 3 Sekunden. So, dann gehe ich jetzt gleich danach in die Runde rein. Der Bottas wird dann die Führung übernehmen. Aber uns dann haben wir nämlich die Nachteile ausgeglichen. Ja, Dienstag war genau, das Rennen war Dienstag. Da gehen es in den Niederlanden. Da konnte ich mich auch so lange mit dem Medium fahren, damit ich doch noch eine Einstoff statt der Zweistoff gefahren bin. So, wir gehen jetzt den Stop machen. Klar, gehen jetzt natürlich fast alle rein. Hamilton geht jetzt rein, dann geht der Bottas in der nächsten Runde. Go, go now. So, das hat gepasst. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. So, hinter Jordan King sind wir zurückgefallen und Latifi, die beiden Williams also. 16. Dezember.
So, ich werde sie natürlich jetzt versuchen anzugreifen, dass sie mir nicht blöd im Wege rumstehen. Weil jetzt auch immerhin auf die Position Richtung... Sorry. Nice work, that brings you up a place. Es geht ja für mich jetzt ein bisschen um die Position. Uah, Alter, das wird Zeit ohne Ende kosten. 2,3 mal der Abstand auf Bord, das ist es halt. Genau, du gehst jetzt von der Lilia. Gehst immer von meiner Ideallinie runter. So, das ist jetzt die große Frage. Reicht es immer, Matteri Bottas so weit zu kommen wieder? Der Knubbel steht hier vorne. Bottas geht jetzt raus. Ist auf der Boxenausfahrtlinie. Aber es reicht. Es reicht, um vor ihm zu bleiben. Und das ist das Wichtigste. Der klebt nämlich dem Hamilton jetzt an der Backe. Aber wir führen unsere Rennen an. So, zwischen den beiden Mercedes und uns sind noch ein Williams. Das ist auch wichtig so. Das ist auch gut so, dass der noch mit rausgekommen ist. Nämlich ist es Jordan King. Also, wir führen das Rennen wieder an. Virtuell zumindest. Weil, schon mal quer, die noch nicht so was will. Jetzt das Hitika aber kommt. Haben die natürlich den dicken Vorteil, dass die nochmal rein dürfen. Also 7 Runden für Rennen in Österreich. Hier haben wir noch. Wenn jetzt das Safety Car, die Safety Car rauskommen, dann hat der Kwiat nicht das erste Mal. Okay, super in der Box. Mick is in the pits. Mick in the pits. Mick geht vor uns jetzt rein. So, den Nachteil haben wir ausgeglichen. Hinter uns ist jetzt Valtteri Bottas, der natürlich jetzt Druck macht. Das, sag ja, das Duell mit den Williams hat Zeit gekostet. Das Duell mit den beiden Williams hat ein bisschen Zeit gekostet. So, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen abzusetzen. Aber ist ja noch nicht alle in der Box gewesen, weil Giovinazzi momentan mit 6 Sekunden Vorsprung noch das Rennen anführt. Aber der geht gleich rein. So, ich habe den Bottas aus dem Fenster raus, glaube ich, wieder. Ja, jetzt ist er auch rein. Leider reicht es nicht, um eine Pole, um die neue Bestzeit zu holen. Hier hat sich der... Ne, das ist Hamilton hinter uns, das ist gar nicht Bottas. Das ist Lewis Hamilton hinter uns, der da so ein bisschen dran klebt. Gut, für den Sieg wären es wieder... Es wären dann wieder 9 Punkte, die wir an die Führung ranhüpfen würden. An Bottas ranhüpfen würden, weil der die schnelle Runde noch einen mehr kriegt. Der kriegt ja 16, wir kriegen ja 25. Wir würden 25 kriegen, sind noch 5 Runden. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe Gott sei Dank das Mikrofon an. Baku habe ich nämlich vergessen. Da habe ich das Mikrofon ausgehabt. Die ganze Zeit. Das wäre der Trainings, also Qualifikation und Freitraining. Aber jetzt erstmal volle Concentration auf das Rennen hier. Die letzten 4 Runden danach noch. Noch ist es nicht unter Dach und Fach. Das schwarze Auto hinter uns ist keine mehr Runde. Und das ist hinter uns ist es Lewis Hamilton, der jetzt natürlich nochmal pushen will. Der natürlich jetzt weiß, dass er es nochmal versuchen kann. Er klebt dran. Der Abstand war über 2 Sekunden. Aber ich sage, das Duell mit den beiden Williams, das hat mir die Zeit gekostet. Der Abstand war eigentlich ganz okay und dann funktionierte das auf einmal nicht mehr. So, und hier komme ich wieder richtig gut weg aus der Geraden. Wieder guter. There's 5 laps of fuel remaining. Warte mal. Also drehe mich gerade ein bisschen.
Jetzt geht der Lewis Hamilton mit den 99. Ich muss ihn natürlich jetzt ein bisschen weghalten von mir. Das Problem ist, dass er mir jetzt natürlich an der Backe direkt klebt. Aber wieder die Möglichkeit, ein bisschen raus zu beschleunigen, auf der Geraden ist und den Abstand wieder zu vergrößern. Ja, auch hier wieder funktioniert. So, noch 3 Runden, liebe Leute. So, jetzt hier 1 in 4. Gut, dass die Strecke nicht lang ist, dass wir uns ein bisschen wehren können. So, 3 Runden haben wir dann auch noch. Ich muss natürlich jetzt den Abstand ein bisschen auf Hamilton weghalten. Dass der bleibt, kann ich ihn hinter mir halten. Gut, dass ich mir das Dings aufgespart hat. Jetzt geht's aber ran. Er zieht wieder zurück. Muss wieder zurückziehen, ja. Ja, jetzt will er's. Ich muss ihn jetzt ein bisschen hungern lassen. Auf der Gerade, und das hat funktioniert. Gerade so noch die Verteidigung. Ja, er weiß, dass er es kann. Und ein Hamilton, er gibt nicht auf. Der weiß, dass er da definitiv nochmal versuchen kann. So, jetzt habe ich ein bisschen raus aus dem Meer. Jetzt haben wir nämlich 1,2 Sekunden. Und ich glaube, gefühlt gab es gerade tatsächlich eine kleine Berührung. Dass ich jemand seinen Flügel erwischt habe, hinten. Weil er lässt gerade auch so ein bisschen abreißen, aber naja, mal schauen. Es ist noch Zeit. Es ist noch 2 Runden danach. Also 2 plus diese hier. Wir gehen jetzt in die vorletzte Runde. Der hatte gerade den Verfahren jetzt vom Lenken konzentrieren, weil ich ja Lenkradfahrer bin. Wenn wir ein bisschen noch überholen, ein bisschen Gas geben jetzt. Vorletzte Runde. Können wir den mitten halten? Das ist die große Frage. Ich will diesen Sieg, unseren zweiten Saisonsieg nach Hause fahren, nach Kanada, ja auch in Österreich. We've only got 2 laps of fuel left. Ja, alles gut. Vor allem, weil die dicke Chance gegen die beiden Renault da ist. Ich weiß gar nicht, wo die momentan kleben. Einer hängt das Science, glaube ich, dann sehe ich das richtig. Dann müsste der gerade so, ne, das ist Norris, sorry. Dann ist es nicht Science. Aber das ist mir gerade herzlich egal, wie die Bild. Ja, die hängen weit dahinter. Also punktemäßig wird es wahrscheinlich nicht. Ricciardo war auf 11 gestanden, Ocon nur auf 16. Fürs Team wäre das sehr wichtig, wenn wir da echt nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen. Mick wird wahrscheinlich keine Punkte holen. Da hoffe ich so ein bisschen auf das nächste Rennen. Da hat er nämlich letztes Mal Platz 5 geholt. Aber jetzt geht es erstmal noch in die letzte Runde hier in Österreich. Diesen Sieg nach Hause zu fahren. Hamilton will nochmal. Er muss nochmal kommen. This is your final lap. Final lap of the race. So, hier kann ich ihn jetzt gerade nicht ran. Hier will er gerade nicht vorbei. Kann auch nicht vorbei. Deswegen habe ich ein bisschen besser verhungern lassen. So, jetzt geht es hier über die lange Gerade. Und dann nochmal ein langes Stück Gerade. Nach der nächsten Kurve hier. So. Und dann hätten wir es überstanden, wenn er nicht noch irgendwas versucht. Ja, ich versuche natürlich ein bisschen zu halten. Ich muss ihn wirklich noch mal ein bisschen abreißen. Sekunde sammeln wir dann dahinter. Aber Kann er noch mal Reserven holen. Wir haben noch Sprit für die Runde. Also nehmen wir das Ende der Runde. Sind eh nur noch 2-3 Kurven. Jetzt geht's hier einmal rechts, dann ist immer die Boxen angefahren, dann geht's nochmal rechts und dann ist das Ding durch. Dann hätten wir den zweiten Saisonsieg hier in der Tasche. Und dann haben wir. Yes! Fantastic! You've won the Grand Prix.
Nicht ganz einfach, dieser Grand Prix, weil natürlich auch Hamilton ordentlich Druck gemacht hat, aber der Fahrer des Tages ist es Magnussen. Da muss er auf jeden Fall ein bisschen was gut gemacht haben. Aber mir ist das jetzt egal. Unsere 25 WM-Punkte geben. Eine fast fehlerfreie Darbietung war das hier und ein eindrucksvoller Sieg. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Und vor allen Dingen, ja, sind es doch noch ein bisschen mehr geworden, weil Hamilton die schnellste Rennrunde gefahren hat. Jetzt ist ein Punkt mehr geworden auf Valtteri Bottas. Sind also 10 Aufgeholte, die wir gehabt haben. 10 Punkte haben wir aufgeholt auf Bottas, so ist es richtig. Yes! Unseren Sieg hier. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, das war wichtig, weil nur Ricciardo die Punkte geholt hat. Wir haben den Mercedes, den Renault 23 Punkte abgenommen. Von 8 Punkten Rückstand sind wir jetzt auf 15 vor. Und der nächste Schritt wäre mit 38 Punkten momentan McLaren. Die würden wir aber frühestens im übernächsten Wochenende packen. Aber das ist halt die große Frage. Kriegen wir die noch? Holen wir uns Platz. Können wir uns Platz 3 holen? Ferrari und am 6. Renault 5. Oder da hat sich nichts weiter getan. Nur der Tausch zwischen uns und dem Renault-Team. So, punktemäßig sind es noch 87 Punkte Rückstand auf die WM-Führung von Valtteri Bottas. Und jetzt Platz 2 ist momentan nur 27 Punkte noch drin. Lass den Hamilton in den nächsten Rennen mal ausfallen. Nächste Rennen sehen wir uns in Großbritannien dann, glaube ich. So, ja, zu 10 hat, wie gesagt, diese 2 WM-Punkte da aus Frankreich. Aber gut, egal, passt. Wir haben es geschafft, wir haben unseren zweiten Saisonsieg nach Kanada. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie haben sich im Vergleich zum letzten Wochenende deutlich besser geschlagen. Was hat sich geändert? Ja, wunderbar. Triebwerk auf jeden Fall hat gepasst. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Ich glaube nicht. Klasse, yes. Das war dann alles. Hm. Oh, was ein Rennen, ey. Aber gemeistert. Die Aufgabe ist gelöst. Ja, für die Dings gibt es gar keine Möglichkeit. 3 Rennen und wir brauchen noch 5 Pünktchen, die wir gegen Vettel holen müssen. Und dann hätten wir ihn gepackt. Vor allem gibt es auch schon dicke Anerkennung. Es gibt wieder 1 Million. Ja! Qualifying gibt es zumindest P10, haben wir geholt, 334.000 und dann nochmal 90.000. Über 1 Million haben wir gekriegt. Ja, ich habe ein bisschen schade, weil ich habe den Hamilton habe ich tatsächlich erwischt. Aber es kann auch der Flügelzer gewesen sein im Qualifying. Momentan haben wir jetzt 7,6 Millionen. Die Frage ist, ob wir jetzt immer schon die Möglichkeit haben, auf den Transfermarkt zu schauen. Ob wir die Möglichkeit haben, neuen Fahrer zu verpflichten. Und Rennen Nummer 12 ist ja wie gesagt in Großbritannien. Oder müsste eigentlich Großbritannien sein. Aber wie gesagt, ich schau mal. Ansonsten machen wir jetzt hier gleich den Cut. Ich lasse jetzt kurz noch ein bisschen länger laufen. Normalerweise mache ich hier dann immer das Ende. Aber wie gesagt. So, genau. Großbritannien ist es.
Sponsoring erneuern. Das machen wir mal so. Und ich gehe zum Fahrermarkt. Ich kann mal tatsächlich gucken, ob ich was habe, was möglich ist zu verpflichten. Finanziell vor allen Dingen. Ich habe 7,6 Millionen Ablösesumme. Die Frage ist, kriege ich nicht geholt? Ne, Kontaktaufnahme kriege ich nicht her in den Mitten. Perez, Sainz. Ricciardo kriegen wir nicht hin. Ich glaube, die meisten von der Kohle flammen uns, wie gesagt, 7,6. Ja, okay, da ist es wahrscheinlich nicht möglich, da so ein Top-Talent zu holen. Ich gehe mal kurz rein auf Perez, ob ich die Witze Kosten bringen würde. Er hat abgelehnt, er möchte nicht kommen. Schade. Ich gehe mal hier mit der Kontaktaufnahme bei Lenz 12. Mal gucken, ob er kommen würde. Abgelehnt. Ach, der würde nicht kommen. Ja, ich kann momentan noch keinen Fahrer verpflichten, glaube ich, gefühlt. Die Frage ist Norris. Ja, 12, irgendwas Millionen brauchen wir. Nee, dann passt das. Das wäre halt die Kohle. 12 irgendwas Millionen. Ja, wir müssen gucken. Wir müssen ein bisschen sparen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das immer nochmal. Ich hatte sich. Ach man, ich würde ja schon gerne noch einen Fahrer mal verpflichten. Was ist mit George Russell zum Beispiel? Auch der nicht. Ja, da müssen wir mit dem Teamkollegen neu verhandeln. Frage ist aber, bleibt. So. Mittleres Risiko. So, wir bleiben auf jeden Fall bei Mick dann. Dann geht's für frühestens in die neue Saison. Gut, dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Rennen oder mit dem Rennwochenende aus Großbritannien.